Herzlichen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben zu einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist nicht die erste dieser Art, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das jeden Abend zusammen machen. Insofern freue ich mich ganz besonders und möchte deshalb gleich eingangs mich bei den beiden Büroleiterinnen der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Bayern in München bedanken, bei Prof. Korschek und Frau Killet. Also herzlichen Dank euch beiden, Ihnen beiden. Für beide Stiftungen, mein Kollege Herr Dr. Schmidt wird sicherlich gleich darauf noch eingehen, für die Friedrich-Ebert-Stiftung, für beide Stiftungen ist die Frage 1918, 1919, die Revolution, die Novemberrevolution hier in Bayern, im gesamten damaligen Reich, dann natürlich auch die Ereignisse in Berlin im Januar 1919. Das ist für beide alleine schon der Namensgeberin, der Namensgeber wegen eine sehr emotionale Angelegenheit. Eine schwierige Angelegenheit, weil beide Stiftungen, wir sind die einzigen der sechs parteinahen Stiftungen, die sich explizit auf die Geschichte der Arbeiterbewegung beziehen. Das verbindet und das hat in der Vergangenheit oft auch getrennt. Wir haben deshalb seit mehreren Jahren einen Gesprächsfaden. Peter Brandt aus dem Vorstand der Friedrich-Ebert-Stiftung hat dafür den Arbeitstitel Einig im Dissens vorgegeben. Und die Frage, wie wir in der Bewertung eben dieser Revolutionsereignisse 1819 Gemeinsamkeiten haben, auch Differenzen, aber wie wir diese Differenzen auch in einer seriösen, vernünftigen, demokratischen Weise Art austragen, das ist auch Gegenstand oder Hintergrund dieser Veranstaltung mit mehr Hintergrund als expliziter Gegenstand. Und ich will deshalb zum Schluss nur die Einrahmung, die es zumindest bei uns in der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat, hervorheben. Für uns ist die ganze Ereignisreihe, die wir unter 100 Jahre Revolution zusammenfassen, 100 Jahre Novemberrevolution, Sturz der Monarchien, sowohl auf der Ebene des Reiches als auch eben hier in Bayern und an anderer Stelle, ist eine Sache, wo uns, glaube ich, auch viel verbindet. Die Veranstaltung ist ja auch beschrieben, 100 Jahre Revolution, 100 Jahre Demokratie in Bayern, wo es unterschiedliche Bewertungen sicherlich gibt, ob die Demokratiebewegung weit genug vorangetrieben wurde, wo sie stecken blieb, wo dafür die Ursachen liegen, wo es aber, glaube ich, auch darum geht, wenn man sich nochmal anschaut, wie jetzt in der Bundesrepublik an 100 Jahre Novemberrevolution erinnert wird, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied zu früheren Jahrzehnten. Ich habe den Eindruck, ich mag mich täuschen, vielleicht kommen wir im Podium nochmal drauf, dass die Novemberrevolution ein deutlich höheren Stellenwert hat im offiziellen Gedächtnis, als das zu 90 Jahre, 80 Jahre oder insbesondere dann auch zu den Zeiten der deutschen Teilung in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik der Fall war. Also sie hat einen höheren Stellenwert und gleichzeitig, auch daran möchte ich nur kurz erinnern, haben wir eine Partei im Deutschen Bundestag, mit der die Kriegsschuldlüge in gewisser Weise wieder auflegt. Herr Gauland hat ja nicht nur eine Position, dass die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg doch im Großen und Ganzen ziemlich sauber geblieben sei, sondern bei ihm klingt auch an, dass der Erste Weltkrieg militärisch gesehen eigentlich gar nicht so richtig verloren war. Etwas, was ich außerhalb sozusagen eines expliziten faschistischen oder Nazi-Spektrums seit sehr, sehr langem nicht gehört habe. Und insofern wird der Stellenwert dieser Revolution, wie man sie heute deutet, durchaus umstritten sein. Und wir haben es natürlich gleichzeitig im bürgerlichen Bereich auch mit Parteien zu tun, die in gewisser Weise entweder meinen, keine Geschichte zu haben oder sich an sie nicht erinnern können. Insofern gibt es auch über Bayern hinaus, was natürlich heute Abend im Mittelpunkt stehen wird, eine Reihe von Fragen. Und gewisserweise ist es eine der Auftaktveranstaltungen, sicherlich auch beider Stiftungen in diesem Kontext 100 Jahre Novemberrevolution. Also nochmal herzlichen Dank an euch beide und ich würde jetzt Herrn Dr. Schmidt bitten, für die Friedrich-Ebert-Stiftung zu begrüßen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung möchte ich Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung zur Novemberrevolution in München, in Bayern, begrüßen. Herr Weiß hat ja schon so ein bisschen das historische Setting aufgerissen. Lassen Sie mich einige dieser Ereignisse, die bei der Novemberrevolution hier in Bayern eine Rolle gespielt haben, einfach noch zuspitzen, um die Widersprüche,
die Dramatik und sogar die Tragik deutlich zu machen, die Teil dieser Entwicklung waren. Und umso beeindruckender sind die politischen Resultate, die in dieser ganz kurzen Zeit der Eisner-Regierung erreicht werden konnten. Ausgerechnet im katholischen und besonders traditionsbewussten Einzelstaat Bayern setzt der linkssozialistische Revolutionär Kurt Eisner den König ab und beendet damit die Herrschaft über 100 Jahre dauernden Herrschaft der Wittelsbacher, setzt sich als Ministerpräsident an die Spitze einer Revolutionsregierung und ruft den Freistaat Bayern aus, wobei der Wortbestandteil frei von Monarchie bedeutet. Ironie der Geschichte dabei ist, dass seine konservativen Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten diesen Begriff heute noch gelegentlich wie eine Monstranz vor sich hertragen, aber nicht, um darauf hinzuweisen, dass Bayern keine Monarchie mehr ist, sondern um auf die wichtige Rolle Bayerns im und für den Bund hinzuweisen. Eisners Lebensweg verkörpert geradezu idealtypisch die Spaltung der Sozialdemokratie. In der SPD aufgewachsen, aufgestiegen, er war zuletzt Chefredakteur des Vorwärts, distanziert er sich von der SPD und orientiert sich zur USPD, die sich in der Folge der Auseinandersetzung um die Bewilligung der Kriegskredite von der SPD abgespalten hatte. In München wird er zum politischen Kopf und charismatischen Führer der bayerischen USPD. Gleichwohl bildet er mit der verfeindeten, sage ich mal, SPD eine Koalitionsregierung, eine brüchige Allianz, die durch die persönliche Aversion zwischen Eisner und seinem Partner Erhard Auer, dem Führer der Mehrheits-SPD, im Landtag zusätzlich erschwert wird. Während Eisner und die USPD das revolutionäre Interregnum zunächst weiterhin für Strukturreformen nutzen wollen, insbesondere um die Räterepublik einzuführen, drängen die Vertreter der Mehrheits-SPD auf schnelle Wahlen, um Parlamentarisierung und Demokratisierung durchzusetzen. Bei den Wahlen am 12. Januar 1919 folgt der noch im November bejubelte Umbruch, folgt diesem Umbruch der absolute Absturz. Die USPD Eisners erreicht nur 2,5% der Wählerstimmen. Auf seinem letzten Weg zum Landtag am 21. Februar, wo er den Rücktritt seines Kabinetts bekannt geben will, wird er dann von einem rechtsextremistischen, rechtsradikalen Offizier feige auf offener Straße erschossen. Und Erhard Auer, der von der äußersten Linken sogar als Drahtzieher des Attentats auf Eisner verdächtigt wird, wird im Landtag in einer tumultartigen Sitzung durch Schussverletzung verletzt. Und trotz dieser wirren und zum Teil dramatischen Abläufe konnte in der kurzen Regierungszeit, ich sage mal, der feindlichen Schwestern USPD und MSPD Elementares durchgesetzt werden. Der 8-Stunden-Tag, eine alte Forderung der Arbeiterbewegung, das Frauenwahlrecht, die Abschaffung der geistlichen Schulaussicht, ganz schwierig in Bayern. Und es wurde angefangen an einem... Gut, ich versuche mal so zu sprechen, dass Sie mich verstehen und würde Sie dann bitten, noch ein bisschen leiser, als es eben schon war, zu sein. Das Letzte, was ich sagte, war der Hinweis auf die Ausarbeitung der Landesverfassung, die hier in Bayern unstreitig, muss man sagen, die Verfassungstradition begründet hat. Erfolg und Scheitern dieser Regierung liegen also dicht zusammen und der Historiker Klaus Schönhofen hat das Bayern der Zeit Kurt Eisners als Land der versäumten Gelegenheiten bezeichnet. Ich finde, das ist eine sehr treffende Bezeichnung. Die Befassung mit dieser Episode der deutschen und bayerischen Geschichte lohnt allemal und ich bin, da teile ich die Auffassung mit Herrn Weiß, bin sehr froh darüber, dass wir das gemeinsam mit der Rosa Luxemburg tun können. Die Rosa Luxemburg Stiftung steht ja bekanntlich, ich gehe davon aus, dass das hier alle wissen, der Linkspartei nahe, die sich wiederum selbst in die Tradition der historischen SPD-Abspaltung stellt, die im Kaiserreich zur USPD und später zur KPD geführt haben.
Diese in die Gegenwart reichenden historischen Linien dürften, das haben Sie aber schon angedeutet, Herr Weiß, keine Übereinstimmung in der Einordnung oder Bewertung dieser Revolution und der hiermit verbundenen Entwicklungen geben. Das ist aber auch gar nicht beabsichtigt. Richtig ist auch, dass die Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung und dazu gehört auch die Spaltung der Arbeiterbewegung ein besonderes Anliegen unserer beiden Stiftungen ist. Und wir, Luxemburg-Stiftung und Ebert-Stiftung, haben uns vorgenommen, die eigene Forschung jeweils auch mit einem konstruktiven und offenen Dialog zu begleiten. Die heutige Diskussionsveranstaltung ist ein Teil hiervon und ich freue mich jetzt auf eine gewinnbringende Diskussion. Ich übergebe an unsere Moderatorin Antonie Ritschel und darf Ihnen bis hier fürs Zuhören danken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich sage kurz was dazu. Also ich bin Antonie Ritschel, ich bin von der Süddeutschen Zeitung. Ich komme aus Leipzig bis vor kurzem. Also ich kenne Kurt Eisner vom Namen her, aber in Leipzig gibt es eine lange Kurt-Eisner-Straße, deswegen ist er mir eher auch bekannt. Ich sage was kurz dazu, was abläuft. Es würden jetzt erstmal 4 Impulsreferate erfolgen. Wir haben hier Historiker sitzen, die würde ich kurz vorstellen. Christiane Sternsdorf-Hauch, vielleicht können Sie sich kurz hinstellen, dann können die Leute Sie vielleicht schon mal sehen. Studierte Kunstgeschichte, Publizistik und Theaterwissenschaft, lebte in Berlin, jetzt in München, war Teil der 68er-Bewegung und vor allem an der antifaschistischen, antimilitaristischen und feministischen Bewegung teil, also nahm daran teil. Das Wichtige für heute Abend ist, dass die Autorin des Buches ist Brotmarken und rote Fahnen, Frauen in der Bayerischen Revolution und Räterepublik. Sie wird heute besonders sich auf die Frauen in dieser Zeit konzentrieren. Wir haben hier Sebastian Seetmeier, der stammt aus München, lebt aber jetzt in Berlin, ist Historiker und promoviert derzeit zur KPD in Bayern. Er ist Mitglied der Historischen Kommission der Partei Die Linke. Wir haben hier Frau Vogel. Ein Eisner-Fan, wie sie selber sagt. Es geht wieder. Sie ist Historikerin, lehrte viele Jahre als Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg, war die erste Frauenbeauftragte an der Universität Hamburg und ist stellvertretende Vorsitzende der Historikerkommission beim SPD-Parteivorstand. Wir haben Jürgen Zawuski. Viele Talente, Russland-Experte, Historiker, ist jetzt Chefredakteur der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte und Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte. Seine Schwerpunkte sind unter anderem deutsch-sowjetische Beziehungen sowie europäische Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, was ganz interessant ist, wahrscheinlich nochmal, wenn wir über Erinnerung an Kurt Eisner und an die Revolution später sprechen werden. Herr Zawuski wird auch beginnen mit dem Impulsvortrag und nach den Impulsvorträgen würden wir in die Diskussion hier vorne gehen. Und Sie dann auch dazu schalten. Dann können Sie Fragen stellen oder ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, wem auch immer, dass das Mikro wieder funktioniert. Wenn es um den 7. November geht, als die Revolution in Bayern stattgefunden hat, mit der großen Friedensdemonstration auf der Theresienwiese, habe ich mir immer eine sehr banale Frage gestellt, wie haben die das eigentlich gemacht ohne Mikrofon? Und es ist mir klar geworden, also ich hätte ohnehin kein Talent zum Politiker, aber vor 100 Jahren wäre ich schon aus akustischen Gründen gescheitert. Ja, ich habe mein Impulsreferat überschrieben, historische Perspektiven und Traditionsfragen zur Revolution in Bayern 1918-19. Der Verlauf der Revolution in Bayern weist einige Besonderheiten auf. Erstens wurde die Wittelsbacher Monarchie schon 2 Tage vor dem Ende, vor der Ausrufung der Republik in Berlin, vor dem Ende der Hohenzollernmonarchie. Jetzt habe ich meinen Anfang verloren. Sie wurde gestürzt. Wir haben die Figur von Kurt Eisner, eine außergewöhnliche Führungsfigur, Mitglied der USPD, aber auch ein Sozialdemokrat von einem sehr eigenen geistigen Zuschnitt und Format.
Nach dem Mord an Eisner und den Schüssen auf Erhard Auer kam es nach einer politisch sehr unklaren Übergangsphase zur Bildung einer Räterepublik, die insgesamt 4 Wochen bestand. Also das war die am längsten bestehende von verschiedenen kleineren Ansätzen. Den größeren Teil davon bestand sie unter kommunistischer Dominanz. Eine weitere Besonderheit war die Involvierung einer ganzen Reihe von Intellektuellen in die revolutionären Geschehnisse. Das ist etwas, wo Feuilletonisten immer gern wieder anknüpfen. Und das hat sicher was dazu mit dem Charakter der Stadt München zu tun, die vor dem Ersten Weltkrieg sich durch eine besondere Liberalität auszeichnete und ein Anziehungspunkt für viele Künstler und Intellektuelle wurde. Es war aber trotzdem sicher nicht so, dass da die Dichter die Macht übernommen haben. Die militärische Niederschlagung der Räterepublik schließlich war ein Massaker, vor allen Dingen infolge des tagelangen Rachefeldzugs der eingesetzten Reichswehreinheiten und Freikorps. Und von da führt dann auch eine Linie, vielleicht keine ganz unmittelbare Linie, aber es führt mindestens eine Linie zur Ordnungszelle Bayern und die wiederum hat dem Aufstieg des Nationalsozialismus günstige Bedingungen bereitet. Ungeachtet dieser Spezifika war die grundlegende Entwicklung der Konflikte und der Revolution in Bayern strukturell nicht verschieden von dem, was im Deutschen Reich insgesamt passiert ist. Entscheidend für die zunächst von Russland ausgehende revolutionäre Welle war der Erste Weltkrieg und die enormen Lasten, die er insbesondere den unteren Gesellschaftsklassen auferlegte. Dazu kam dann ein immer stärker zunehmender Legitimitätsverlust der herrschenden Kriegsmüdigkeit. Die Kriegsbegründungen und die Siegesversprechungen erwiesen sich als immer fadenscheiniger. Und es führte zu einer inneren Polarisierung, die zum einen sich durch die Gründung der USPD, die die sozialdemokratischen Kriegsgegner vereinte, inklusive der Spartakusgruppe, aber das war eine sehr heterogene Partei, in der beispielsweise auch mit Eduard Bernstein, ein Kritiker des orthodoxen Marxismus, seine politische Heimat fand. Das war also der Gegensatz innerhalb der Arbeiterbewegung zunächst. Es gab aber auch Gegensätze innerhalb des sogenannten Burgfriedenslagers, also all derer, die meinten, es bräuchte Geschlossenheit, politische Geschlossenheit, um den Krieg zu führen. Denn im Juli 1917 formierte sich der interfraktionelle Ausschuss im Reichstag aus der MSPD, der Zentrumspartei und den Linksliberalen, forderte ein Ende des U-Boot-Kriegs und die Suche nach einem Verständigungsfrieden, während die oberste Heeresleitung, die tonangebend war im Kaiserreich, mit dem heimlichen Diktator Ludendorff an der Spitze, dem entschiedenen Gegenstand und entgegenstand dem auch die Ende 1917 gegründete Deutsche Vaterlandspartei, eine annexionistische Partei, die sowohl gegen die Forderungen nach Verständigungsfrieden als auch die Forderungen nach Parlamentarisierung des Reichs, wie sie von diesem interfraktionellen Ausschuss ausgingen, entschieden Stellung nahm. In München oder in Bayern haben sich dieser Deutschen Vaterlandspartei auch verschiedene Leute angeschlossen. Der prominenteste war Ludwig Thoma. Im Januar 1918, das haben wir vorher hier gesehen, machte sich die Kriegsgegnerschaft inspiriert auch durch die Hoffnungen, die durch die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk ausgelöst wurden, wo die Bolschewiki ihre Forderung nach unmittelbarem Waffenstillstand umsetzen wollten, in Form einer Streikbewegung bemerkbar. Die ging von Österreich aus und griff auf das Deutsche Reich über. Und in München machte sich hier Kurt Eisner ein stärkeres Profil als Anführer dieser Streikbewegung. Das trug ihm allerdings dann 8,5 Monate Untersuchungshaft ein. Er war also politisch ausgeschaltet. Gegen diese Streikbewegung traten die Gewerkschaftsführungen und die MSPD auf, weil sie eine Stärkung der Kriegsgegner fürchteten. Indirekt wurden sie allerdings, muss man sagen, durch diese Bewegung in ihren Reformforderungen durchaus gestärkt. Für diese reformerisch-loyale Position, also Aufrechterhaltung des Burgfriedens bei gleichzeitiger Forderung nach einer Verständigung, um den Krieg zu beenden und einer Parlamentarisierung des Reichs, stand eben der Landessekretär der MSPD, Erhard Auer. Dann kam es zu einer Welle von Niederlagen im August
und Frühherbst 1918. Das führte dazu, dass plötzlich Ludendorff ganz schnell ein Waffenstillstandsersuchen forderte. Das sollte an den amerikanischen Präsidenten gehen, von dem man günstigere Friedensbedingungen erhoffte. Und damit sollte auch die Parlamentarisierung einhergehen. Nicht nur um ein freundliches Gesicht nach Amerika zu machen, sondern auch um die politische Verantwortung für das Desaster, das die OHL angerichtet hatte, auf die demokratischen Kräfte abzuschieben. Wenig später ruderte er plötzlich wieder zurück, nachdem das alles nicht ganz so aufgegangen war, aber wurde dann entlassen. Es gab schon eine Regierung unter Max von Baden mit Sozialdemokraten, als Ministern, die also die Parlamentarisierung einleitete. Und in Bayern gab es eine ähnliche Entwicklung. Anfang November hatte Ludwig III. Den Plan der Parlamentarisierung und auch der Einführung des Frauenwahlrechts abgesegnet. Aber das kam alles zu spät und es entbehrte auch der Glaubwürdigkeit auf eine Demokratie von Königsgnaden, hoffte kaum jemand. Kurt Eisner war von der deutschen Kriegsschuld überzeugt und davon, dass die Verantwortlichen dafür von der Macht entfernt werden mussten. Das war für ihn ein ganz zentrales Ziel der Revolution. Frieden und Demokratie waren für ihn untrennbar und die Demokratie stellte er sich als eine sozialistische vor, bei der neben dem Parlament auch den Räten eine wichtige partizipatorische Funktion zukommen sollte. Er war ein ausgeprägter Föderalist, etwas ungewöhnlich für einen Sozialdemokraten. Und er war ein politischer Realist, wie wir gehört haben, hat er also seine Revolutionsregierung gemeinsam mit dem Mehrheitssozialdemokraten, seinem alten Kontrahenten Auer, gebildet. Die SPD drängte hier wie im Reich auf allgemeine Wahlen, um den neuen politischen Verhältnissen eine legitime Grundlage zu geben. In der ersten Erklärung der Regierung Eisner wurde auch die baldige Einberufung einer Nationalversammlung versprochen. Die USPD, wie wir auch schon gehört haben, wollte zunächst strukturelle Reformen vorantreiben und das etwas später durchziehen, die Wahlen. Eine dritte grundsätzlich abweichende Position nahmen Vertreter einer Diktatur des Proletariats auf der Grundlage des Rätesystems ein. Die beschränkten sich damals keineswegs auf die 1918-19 gegründete KPD. Ja, ich wiederhole jetzt nicht nochmal die Leistungsbilanz der Eisner-Regierung, von der wir schon gehört haben, mit Ausnahme einer kleinen Tatsache zu den ganzen Sachen wie 8-Stunden-Tag, Verfassung, Frauenwahlrecht etc. Gehört unter anderem auch zur Schaffung eines bayerischen Sozialministeriums, das allerdings nur 10 Jahre existierte. Es wurde dann 1928 unter der Regierung Held wieder abgeschafft und wurde dann als Arbeitsministerium erst vom ersten Kabinett Högner nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt. Eisner versuchte von Bayern aus auch die Außenpolitik zu beeinflussen und sich ganz stark von der Kriegspolitik des Ancien Regime abzusetzen. Er hoffte auch auf günstige Friedensbedingungen, wenn Deutschland eine klare Position zu dem Ausbruch des Krieges beziehen würde. Und für ihn gab es keinen Zweifel, dass das Kaiserreich daran schuld war. Und er versuchte durch Dokumentenpublikationen diese Position auch zu belegen. Bei den Regierungen der Siegermächte hat er nicht allzu viel damit erreicht, aber er hat großes Ansehen gewonnen auf der Internationalen Sozialistenkonferenz in Bern im Februar, die er dort kurz vor seinem Tod besucht hat. Wenig Echo gab es allerdings bei den Wählern, auch das haben wir schon gehört. Landtagswahl vom 12. Januar erhielt die USPD 2,53%. Zur stärksten Partei wurde die neu gegründete Bayerische Volkspartei, das ist auch eine Frucht der Revolution gewesen, in gewisser Weise. Die erhielt knapp 35% gegenüber knapp 33% der SPD. Tja, dann kam der fatale 21. Februar mit dem Mord an Eisner, mit den Schüssen im Landtag, bei denen Auer schwer verletzt wurde und 2 andere Anwesende getötet wurden. Und die hatten politisch weitreichende Folgen. Eisner und Auer waren wichtige Führungsfiguren. Sie hatten es trotz aller Gegensätze geschafft, zusammenzuarbeiten. Der Mord von Arco hat auch die geordnete Machtübergabe von der Revolutionsregierung an den Landtag
verhindert. Es entstand eine eigenartige Gemengelage für 5 bis 6 Wochen, bei denen Landtag und Räte miteinander im Clinch und in Verhandlungen lagen. Es gab noch die Bildung der Regierung Hoffmann, aber der Landtag wich dann bald nach Bamberg aus. Mit der Ausrufung der Räterepublik wich dorthin dann auch die Regierung aus. Der März 1919 war ein Monat, in dem es einen starken revolutionären Schub nicht nur in Deutschland gab, eine starke Radikalisierung, die Märzunruhen in Berlin, die mit brutaler Gewalt unter Leitung des Reichswehrministers Noske niedergeschlagen wurden, die Ausrufung der Räterepublik in Ungarn, die ein starkes Echo hatte in Bayern, daneben auch die Gründung der Kommunistischen Internationale, die vielleicht noch damals noch nicht so stark ausgestrahlt hat. Dieser ganze Schub mündete letzten Endes in die Ausrufung der Räterepublik am 7. April 1919, die zunächst ohne Beteiligung der Kommunisten fungierte. Man hat sie versucht, zur Mitarbeit zu bewegen, aber das geschah nicht. Die wichtigste bekannte Führungsfigur war der junge Ernst Toller, der zum Vorsitzenden wurde. Gustav Landauer als Bildungskommissar, der später in Stadelheim brutal ermordet wurde. Ernst Mühsam scheiterte mit seiner Bewerbung um das Amt des Außenkommissars. Der Versuch, diese Räterepublik zu stürzen, eine Woche nach ihrer Bildung, der sogenannte Palmsonntagsputsch motiviert, der dann niedergeschlagen wurde, das motivierte dann die KPD einzusteigen und auch die Führung zu übernehmen. Eugen Levinet als Vorsitzender, Tovia Axelroth als Finanzkommissar, Max Levin als KPD-Vorsitzender, die alle in verschiedener Weise Erfahrungen als russische Revolutionärin hatte, was ihnen damals auf Seiten der Linken auch einen großen Zuspruch und Vertrauenskapital einbrachte. Mit der Ausrufung der Räterepublik war die Systemfrage gestellt und damit war auch klar, dass sie sich zunächst mal auf Selbstbehauptung ausrichten musste. Dazu gehörte Zensur der bürgerlichen Presse, Beschlagnahmen zur Bewältigung der Versorgungswellen, Mängel, aber auch militärische Mobilisierung. Ihre Ausstrahlung blieb auf Südbayern beschränkt, dort vor allem auf Arbeiterzentren. Die Stadt konnte nicht mehr ausreichend versorgt werden und es war eigentlich auch klar, dass die Räterepublik einer militärischen Auseinandersetzung mit den Kräften der Regierung Hoffmann, die vom Reich unterstützt wurde, nicht gewachsen war, trotz Teilerfolgen wie der berühmten Schlacht bei Dachau unter der Anführerschaft Tollers. Toller und die USPD plädierten in dieser Situation dafür, Verhandlungen mit der Regierung Hoffmann aufzunehmen. Eugen Levinet und seine Anhänger waren strikt dagegen. Eine Räteversammlung am 27. April hat ihnen das Misstrauen ausgesprochen. Die kommunistische Führung der Räterepublik trat zurück, aber die Verteidigungsmaßnahmen oder die Kampfmaßnahmen wurden nichtsdestoweniger fortgesetzt. Und ebenso wenig kompromissbereit war der Reichswehrminister Gustav Noske, der also ja, mit dem berühmten Zitat bereit war, den Bluthund zu machen. Symbolisch für die Gewaltexpansion ist die Erschießung von 10 Gefangenen im Luitpold-Gymnasium, davon 7 Mitgliedern der Thule-Gesellschaft, die auch sozusagen ein Symbol für den Roten Terror werden sollte. Toller war entsetzt auch von diesem Akt. Dem vorausgegangen, ohne das ausgelöst zu haben, waren allerdings bei dem Anmarsch auf München schon die ersten Morde der Reichswehr- und Freikorps-Einheiten. Auf der Website der Bayerischen Staatskanzlei zum Jahresmotto »Wir feiern Bayern« heißt es, die politische Gewalt in München eskaliert. Links- wie rechtsradikale Kräfte verüben Gräueltaten. Hier wird ein Gleichgewicht suggeriert, das mit der historischen Realität nichts zu tun hat. Die Masse der Gräuel geht auf das Konto der rechtsgerichteten Freikorps, die München nach der Einnahme mit einem tagelangen Rachefeldzug überzogen, dem mehrere hundert Menschen zum Opfer fielen. Dazu kam die Abrechnung mit der Räterepublik durch eine extrem voreingenommene bayerische Justiz, die dem Eisner-Attentäter Arco, wie später dann den Hitlerputschisten, ehrenwerte Motive unterstellte, bei den Revolutionären aber nichts dergleichen erkennen wollte.
Über 2000 Verurteilungen ergingen gegen Anhänger der Räterepublik. Leviny wurde vom Bayerischen Volksgericht zum Tode verurteilt und machte in seiner Verteidigungsrede den berühmten Ausspruch, Kommunisten seien nur Tote auf Urlaub. Das traf in gewisser Weise auch auf seine Genossen Max Levin und Tovia Axelrod zu, die die Verfolgung der Räterepublikaner zwar überlebten, aber beide 1937 in der UdSSR Opfer des stalinistischen Terrors wurden. Die Räterepubliken waren die Folge eines nicht allein auf Bayern beschränkten Radikalisierungsschubs im Arbeitermilieu, erste Enttäuschung über ausgebliebene Erfolge der Revolution. Auch die Lasten des Friedens wurden deutlich, indem eine riesige Armee demobilisiert werden musste. Durch die Ermordung Eisners und die folgende Schießerei im Landtag stieß dieser Radikalisierungsschub in Bayern allerdings in ein weitgehendes politisches Vakuum. Wenn man sich die Bilanz anschaut, dann kann man festhalten, dass von Eisners relativ kurzer Regierung eine ganze Menge übrig geblieben ist. Neben der Etablierung der Demokratie, die als soziale Demokratie verstanden worden ist, auch noch ein Aspekt, der vielleicht zu wenig betrachtet wird, nämlich die offensive Auseinandersetzung mit der deutschen Kriegsschuldfrage, die im Grunde warten musste bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis sie in der sogenannten Fischer-Kontroverse ab den späten 50er Jahren in der deutschen Öffentlichkeit und in der Historikerschaft offen diskutiert wurde. Wenig Nachhaltiges, muss ich allerdings sagen, kann ich bei den Räterepubliken finden, die ja selbst von ihren Protagonisten mit inneren Zweifeln umgesetzt wurden. Seltsamerweise werden aber gerade sie immer wieder oder vielleicht gerade deswegen zum Gegenstand von Mythologisierungen. Ich habe die Machtergreifung der Dichter schon mal kurz angesprochen. Ich denke, das ist etwas, was man überwinden sollte und hoffe, dass unsere Diskussion dazu beiträgt. Vielen Dank. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, hier heute zu sein. Ich denke, für das Thema 100 Jahre Revolution, 100 Jahre Demokratie ist das ein würdiger Ort, das Gewerkschaftshaus. Das ist ja nicht mehr dasselbe Gewerkschaftshaus, wie es 1918 und 19 gewesen ist. Aber ich glaube, wenn man über die Ursprünge der bayerischen Demokratie spricht, dann ist es tatsächlich angebracht, das hier im Gewerkschaftshaus zu machen. Worüber ich sprechen möchte, ist ein bisschen einen weiteren Rahmen zu spannen über die Frage der demokratischen Traditionen in Bayern, wie weit ist das her damit, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Also als ich die Einladung bekommen habe hierher, habe ich mich erstmal gefragt, was kann man da eigentlich dazu Neues sagen? Also es wird seit 100 Jahren diskutiert und gestritten über das Thema der Revolution in Bayern. Es sind viele, viele Bücher geschrieben worden. So kann es überhaupt dazu noch neue Argumente geben. Und ich bin dann bei den Recherchen darauf gestoßen, dass sich dieses Jahr doch einiges ein bisschen anders darstellen wird, glaube ich. Es ist ja auch schon vorhin angedeutet worden, es wird sich auch in Bayern einiges anders darstellen. Und zwar deswegen, dass sich die bayerische Staatsregierung zum ersten Mal zu diesen Ereignissen äußert. Und dazu möchte ich ein paar Anmerkungen geben, weil ich denke, das wird ein bisschen andere Diskussionen geben als in der Vergangenheit. Die SPD hat ja im Bayerischen Landtag, ich weiß nicht, ob ihr oder sie das mitbekommen habt, einen Antrag gestellt, den 8. November zum Feiertag zu erheben. Also ein Feiertag der Demokratie. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Idee. Es wird 500 Jahre Reformation gefeiert. Es wäre sinnvoll, 100 Jahre Demokratie zu feiern. Und die bayerische Staatsregierung hat einige Antworten darauf gegeben, auf diesen Antrag. Und das ist ganz interessant, sich anzusehen, was da geantwortet wurde, weil man daraus, glaube ich, ein bisschen sehen kann, was uns erwartet, geschichtspolitisch. Ich möchte zitieren aus dem Schreiben, gemeinsame Antwort des Innen- und Kultusministeriums in Bayern vom 16. November. Da schreibt die Staatsregierung: Die Staatsregierung sieht in den historischen Ereignissen vom 7. und 8. November 1918 eine der tiefsten und positivsten Zäsuren der bayerischen Geschichte im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte. Das heißt, in dem gesamten Zeitraum vom Erlass der ersten konstitutiven bayerischen Verfassung noch unter monarchischen Rahmenbedingungen 1818 bis in unsere Gegenwart. Das ist die bayerische Staatsregierung, wie sie sich im November zu dieser Revolution geäußert hat. Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht darüber.
So, wenn man sich das so durchliest, diese Antwort, dann möchte man meinen, dass es Sinn macht, den 8. November als Feiertag zu machen. Also die tiefste und positivste Zäsur der letzten 200 Jahre der bayerischen Geschichte. Wenn man genauer hinschaut, gibt es aber dann doch einige Widersprüche in der Geschichtspolitik. Das ist unwenig verwunderlich. Der Staatskanzleiminister Marcel Huber hat im Deutschlandfunk Anfang Januar dieses Jahres sich nochmal dazu geäußert. Er hat gesagt, das ist wieder ein Zitat, wir feiern ja nicht, dass das damals stattgefunden hat. Also er spricht das R-Wort nicht aus, was stattgefunden hat, das damals stattgefunden hat. Wir erinnern uns, dass das der ausschlaggebende Punkt der Geschichte war, von dem an sich eine demokratische Republik in diesem Land etablieren konnte, auf die wir heute stolz sind. So, das ist dann nochmal weiter präzisiert worden im Bayerischen Landtag von der CSU-Fraktion, die dann konkrete Bedenken angemeldet hat, den 8. November als Feiertag zu feiern. Und die Begründung ist auch interessant und darauf will ich dann kommen. Zu bedenken ist die zeitliche Nähe zum 9. November, insbesondere im Hinblick auf die Ereignisse der Jahre 1918, 23, 38 und 89. Und im Bayerischen Landtag haben die Redner der CSU gesagt, es gibt eine Gefahr der Vermischung. Wenn man also den 8. November zum Feiertag der Demokratie macht, dann gibt es eine Vermischung mit dem 9. November. Und deswegen kann die CSU dem nicht zustimmen. Also ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, dass das den geschichtspolitischen Rahmen für die ganze Diskussion gibt. Wir müssen also nicht nur zwischen Sozialdemokraten und Linken jetzt diskutieren und streiten, was wir immer schon gestritten haben, sondern wir haben dann eine erste Stellungnahme der CSU, die ja ihrerseits Nachfolgeorganisation der Bayerischen Volkspartei ist, zu dieser Frage. Und ich finde das wichtig, das nochmal festzuhalten, dass die CSU in ihrem Gedenken an diesen Tag sehr bemüht ist, den 9. November und den 8. November auseinanderzuhalten. Und ich würde argumentieren, es gibt einen historischen Zusammenhang. Es gibt keine künstliche Vermischung, die irgendjemand möchte, sondern es gibt einen historischen Zusammenhang, was man ja allein daran sehen kann, dass die NSDAP 1923 mit dem ersten Putsch explizit davon gesprochen hat, die Abrechnung mit den Novemberverbrechern vorzunehmen. Und der Zusammenhang ist, glaube ich, wichtig für die Debatte und dazu will ich noch ein paar Worte sagen. Die Staatsregierung konzentriert sich jetzt in ihrem Gedenken, in den Planungen, sehr stark auf die Verfassung. Also sie haben diese Reihe 200 Jahre Verfassung Stadt Bayern und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, sich nochmal diese Verfassung anzuschauen. Ist ja schon kurz angeklungen bei meinen Vorrednern, die Frage, was diese Verfassung überhaupt bedeutet hat in Bezug auf demokratische Rechte. Gut, um also erstmal mit der Revolution und der Demokratie zu beginnen, bevor wir zur Verfassung kommen. Der Aufstand vom 7. November von den Soldaten, von den Friedensdemonstranten in München, hatte erstmal einen unglaublich starken Impuls für den Kampf für demokratische Rechte in Bayern gegeben. Aber wenn man sich genauer anschaut, dann ist ja auch schon erwähnt worden, dann haben wir da sehr unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie erstmal. Und ich will jetzt erstmal festhalten, dass in den Monaten zwischen November 1918 und Februar 1919 die politische Szene, also zumindest in München und in den Städten, praktisch ausschließlich von den Organisationen der Arbeiterbewegung dominiert wird. Es gibt an diesem revolutionären Umsturz eine Beteiligung, eine Minderheitenbeteiligung von einigen Gruppen der bäuerlichen Gruppen, Bayerische Bauernbund, aber im Wesentlichen ist diese Revolution und damit auch die Demokratisierungsprozesse das Werk der Arbeiterorganisationen gewesen. Wir haben aber eben auch, wie das Herr Zaruski ja schon erwähnt hat, sehr unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie in dieser Bewegung. Wie sah Eisners Vorstellung aus? Eisner selbst hat das erläutert am 30. November 1918. Ja, das am 15. November hat er es in der ersten Regierungserklärung schon gesagt, wir wollen eine lebendig tätige Demokratie schaffen. Und er hat am 30. November in einer Rede von Soldatenräten das genauer ausgeführt, was er damit meint. Er hat seine Vorstellung abgegrenzt von, wie er das nannte, dem bisher üblichen Parlamentarismus, bei dem das Volk nur Zuschauer, ohnmächtiger Zuschauer ist. Seine lebendig tätige Demokratie hat er dadurch gekennzeichnet, ich zitiere das mal ganz kurz, Grundsätze, Kurt Eisner ist das jetzt im O-Ton, wir wollen nicht eine formale Wahldemokratie schaffen, eine Demokratie, die darin besteht, dass alle 3 oder 5 Jahre ein Zettel in eine Urne geworfen und dann alles den Führern und Vertretern überlassen wird. Diese Demokratie ist ja das Gegenteil einer Demokratie. Die neue Demokratie soll darin bestehen, dass die Massen selbst unmittelbar ständig mitarbeiten an den Angelegenheiten der Gesamtheit. Also das, was wir bei Eisner sehen in dieser Phase, ist das Ziel einer sehr fundamentalen Demokratisierung der staatlichen Verhältnisse, die weit über das hinausgeht, was zu derselben Zeit in Berlin beispielsweise der Rat der Volkskommissare diskutiert. Und es geht Eisner, wenn man das genauer anschaut, im Wesentlichen darum, die staatliche Bürokratie der Kontrolle der Bevölkerung, der unmittelbaren Kontrolle der Bevölkerung zu unterwerfen. Und das ist der wesentliche Punkt,
weswegen die Räte für Kurt Eisner so eine große Bedeutung haben. Dann haben wir zweitens, neben Kurt Eisner, auch das ist ja schon erwähnt worden, die Anhänger der Rätedemokratie. Die waren im Herbst 1918 erstmal eine kleine Minderheit, sind im Frühjahr 1919 eine wesentlich größere, aber immer noch Minderheit gewesen innerhalb der bayerischen Arbeiterbewegung. Also es findet ein Prozess statt. Und deren Vorstellung von Demokratie unterscheidet sich ja von Eisner an zwei Punkten. Das eine ist, dass sie davon ausgehen, dass die Demokratie die Wirtschaft auch erfassen muss. Das ist also eine Sache, die Kurt Eisner zwar nicht prinzipiell abgelehnt hat, aber nicht für praktikabel, durchführbar, unmittelbar hielt. Also die Kontrolle der Betriebe durch die Räte haben sie gefordert. Und das Zweite ist, dass die radikale Linke in der Revolution im Unterschied zu Eisner kein Nebeneinander wollte von Räten und Landtag. Also Kurt Eisner hat das kombinieren wollen, sondern die Herrschaft der Räte anstelle des Landtags. Das war die Anhänger der Rätedemokratie. Und drittens ist ja auch schon erwähnt worden, die Führung der MSPD hier in München. Mir ist es wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Also innerhalb der SPD gibt es in Bayern in dieser Zeit unglaublich viele Strömungen. Also ich spreche jetzt hier von der engeren Führungskreis der MSPD, die von Anfang an ja darauf hingearbeitet haben, eine repräsentative parlamentarische Demokratie aufzubauen. Und das hieß konkret vor allem den alten Staatsapparat zu bewahren. Also ich glaube, das war die Kernfrage für die demokratischen Revolutionäre, wenn wir sie mal so zusammenfassen wollen. In dieser Phase war die Frage, wie geht man mit dieser alten Staatsbürokratie um? Da gibt es drei verschiedene Antworten darauf. Und das Fatale in der Bayerischen Revolution in den ersten Monaten ist, dass also völlig gegensätzliche Vorstellungen davon innerhalb der Regierung existieren und dass sich am Ende eben Eisners Vorstellung setzt sich nicht durch. Wir können auch nochmal darüber diskutieren, warum das so war. Also ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass Bayern ein sehr agrarisches Land war, dass die parlamentarischen Verhältnisse sehr stark durch die Bauernbevölkerung geprägt waren und dass dort diese Ideen wesentlich weniger Resonanz gefunden haben. Also am Ende wissen wir, hat sich Eisners Vorstellung nicht durchgesetzt. Die Frage ist aber jetzt, angesichts der Diskussion, die die CSU aufmachen möchte, was hat sich denn dann durchgesetzt und inwiefern können wir denn von den Errungenschaften in Bezug auf die Verfassung sprechen? Ich hatte gesagt, das Bürgertum hatte in den ersten Monaten der Revolution praktisch gar keinen Anteil an den entscheidenden Diskussionen, wie die Zukunft des Staates gestaltet werden soll. Die werden erstmal dominiert von den Parteien der Arbeiterbewegung. Und ab dem Frühjahr 1919 sehen wir in Bayern einen politischen Rollback in puncto Demokratie, der, glaube ich, wichtig ist zu analysieren, wenn wir in das Revolutionsjubiläumsjahr hineingehen, weil dieser Rollback in vielerlei Hinsicht Bayern weit hinter den Ausgangspunkt von 1918 wieder zurückwirft. Also wir können davon sprechen, dass es ein paar verfassungsrechtliche Errungenschaften tatsächlich gibt mit der Revolution, die bleiben, zum Beispiel das Frauenwahlrecht, zum Beispiel ein paar Reformen des Gemeindewahlrechts. Aber gleichzeitig passiert im Laufe des Frühjahrs 1919, dass eine ganze Reihe von demokratischen Grundrechten, die wir heute als absolut unverzichtbar für eine Demokratie ansehen würden, zurückgenommen werden. Und deswegen, glaube ich, kann man das sagen, dass Bayern trotz seiner Verfassung in den Jahren 1920 bis 1923 in vielerlei Hinsicht weniger demokratisch war als in den Jahren 1912, 1913. Welche Rolle spielt die Verfassung dabei, die wir dann nach der Zerschlagung der Räterepublik erst verabschiedet? Im August 1919 wird die Bayerische Verfassung verabschiedet. Diese Verfassung war selbst in gewisser Weise auch Teil dieses politischen Rollbacks, weil diese Verfassung die legale Grundlage geboten hat für das, was hinterher kam. Und es gibt also, das beginnt mit der Zerschlagung der Räterepublik Ende April, das ist ja schon erwähnt worden von Herrn Zeruski, mit der gewalttätigen Zerschlagung, etwa 800 Tote in Südbayern, von denen die weitaus meisten standrechtlich erschossen worden sind. Also es sind mehrheitlich nicht in militärischen Kämpfen oder sowas gefallen. Und was wir dann sehen können in den folgenden Monaten in Bayern, ist, dass es gibt einige Monate noch eine SPD-geführte Regierung, damit die bürgerlichen Parteien, die wird im März 1920 weggeputscht. Darüber wird wenig gesprochen in der bayerischen Geschichte. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ereignis, Sturz der Einwohnerwehr. Und dann gibt es rein bürgerliche Regierung bis 1933. Und das System, was sich dann etabliert, was bekannt wurde unter dem Namen Ordnungszelle Bayern,
Das ist, wenn man es genauer anschaut, eigentlich ein politisches System der institutionalisierten Gegenrevolutionen. Das ist ein System des permanenten Ausnahmezustands. Und ich würde sagen, wenn man es mit den Begriffen von Demokratie fassen möchte, ist es eigentlich eher eine konstitutionell und parlamentarisch verbrämte Polizeidiktatur als wirklich eine Demokratie in Bayern. Und ich finde, das ist wichtig, das in diesem Zusammenhang mal zu diskutieren. Auch weil es in Deutschland ein wirklich einzigartiges System ist. Die legale Grundlage dieses Systems war, wie gesagt, die Bayerische Verfassung vom August 1919. Die hatte einen ganz wichtigen Artikel, das war der Paragraph 64. Also in der Bayerischen Verfassung standen eine Reihe von Grundrechten. Und dann stand der Artikel 64 da drin, der besagte, die bayerische Staatsregierung, sinngemäß jetzt, hat die Verpflichtung, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht möglich ist, anders, dann ist sie befugt, sämtliche Grundrechte aufzuheben. Das Entscheidende an diesem Artikel ist, es gab ja ähnliche Artikel auch in der Reichsverfassung, Notstandsartikel, aber das Entscheidende an diesem Artikel ist, dass der in Bayern über 5,5 Jahre praktisch durchgängig in Kraft ist. Der wird erst im Dezember 1925 wieder aufgehoben. Das heißt, wir haben ein System des permanenten Ausnahmezustands in Bayern. Und dieses System des permanenten Ausnahmezustands in der Ordnungszelle Bayern ist extrem wichtig, um das zu verstehen, was dann zum 9. November 1923 führt. Also, wir haben in Bayern in den Jahren 1920 bis 1923 keine Pressefreiheit, sondern eine intensive Pressezensur, wo linksradikale Zeitungen verboten werden, sozialdemokratische Zeitungen verboten werden und zeitweise auch liberale bürgerliche Zeitungen. Also die Frankfurter Zeitung war zeitweise vossische Zeitung, war zeitweise in Bayern verboten. Wir haben ein absolutes Versammlungsverbot in Bayern über viele Monate hinweg, das nur zeitweise gelockert wird. Wir haben die Aufhebung des Postgeheimnisses in Bayern. Es gibt kein Post- und Telefongeheimnis in der Zeit. Wir haben Massenausweisung von politisch unliebsamen Menschen. Also in München werden ungefähr 500 sogenannte Reichsausländer, also es sind Deutsche, aber die nicht aus Bayern kommen, Preußen, Württemberger und so weiter, werden 500 von denen abgeschoben innerhalb von ein paar Wochen, weil man glaubt, dass man so Ruhe und Ordnung wieder hinkriegt. Es gibt die Institution der Schutzhaft in Bayern in der Zeit, die Möglichkeit, Menschen bis zu 6 Monate in Haft zu stecken, ohne ein Gerichtsverfahren. Das wird auch genutzt bis zum Jahr 1925. Und es gibt die Einsetzung von Staatskommissaren, das waren die Polizeipräsidenten in Regierungsbezirken, die unter den Bedingungen des Ausnahmezustands selbst Verordnungen erlassen können mit bis zu ein Jahr Haftandrohung. Und das will ich vielleicht hier nochmal im Gewerkschaftshaus sagen, es gibt zeitweise auch ein absolut scharfes Streikverbot in Bayern. Also im Herbst 1923 wird eine Verordnung erlassen, die jeglichen Streikaufruf mit mindestens 2 Jahre Gefängnisstrafe bedroht. Und es kommt noch weiter. In schweren Fällen heißt es in dem Gesetz, das heißt, wenn die Infrastruktur betroffen ist, die Eisenbahn, Elektrizität, sieht dieses Gesetz die Todesstrafe vor für Streiks. Das sind also die Verhältnisse in Bayern in den 20er Jahren. Und dieser Ausnahmezustand ist in erster Linie gegen die Arbeiterbewegung angewendet worden. Es gibt aus der Weimarer Republik diese bekannte Untersuchung von Emil Gumbel, 4 Jahre politischer Mord. Das ist eine akribische Analyse der bayerischen Justiz in der Zeit und es ist sehr lohnenswert zu lesen. Zur politischen Justiz vielleicht, das ist ja jetzt schon erwähnt worden, will ich nur mal so sagen, auch das ist ein Massenphänomen. Das ist nicht nur eine kurzfristige Phase, wo politische Justiz gegen Räterepublikaner eingesetzt wird, sondern es ist eine dauerhafte Institutionalisierung von politischer Sondergerichtsbarkeit in Form der sogenannten Volksgerichte. Die sind bis 1925 tätig und vor denen werden in Bayern in 6 Jahren insgesamt 31.000 Menschen verurteilt. Das ist also die Dimension von politischer Sonderjustiz gegen die Linke in Bayern. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir daran gedenken, wenn heute über den Verfassungstag die Rede ist. Der Nationalsozialismus ist ja nicht zufällig in Bayern entstanden, sondern wir haben besondere politische Bedingungen, die seine Entwicklung gerade hier in München gefördert haben. Und es war neben dem von mir jetzt beschriebenen Ausnahmezustand vor allem die Tatsache, dass die bayerische Staatsregierung sich seit der Zerschlagung der Räterepublik nicht nur auf die Reichswehr und die Polizei gestützt hat, sondern zur Unterdrückung der politischen Linken alle möglichen privaten Wehrorganisationen unterstützt hat. Das war zuerst die Einwohnerwehr bis 1921, eine
antisozialistische Massenorganisation mit 300.000 Mitgliedern auf dem Höhepunkt ihres Bestehens. Und nach der Auflösung der Einwohnerwehr, die ist durch die französische Regierung erzwungen worden, gibt es dann Dutzende von Nachfolgeorganisationen, die in Bayern, und das ist das Besondere, von der Polizei unter dem Ausnahmezustand als sogenannte Notpolizei herangezogen werden. Also das heißt, dass die staatlichen Sicherheitskräfte sich einfach ergänzen durch private Wehrverbände. Dass wir ein Nebeneinander haben von staatlicher Repression und extralegaler Gewalt gegen die Arbeiterbewegung. Und ich denke, das sind die entscheidenden Bedingungen, in denen die NSDAP in München dann wachsen kann, als Teil dieses Geflechts von Wehrverbänden. Und das sind die Fragen, an die wir erinnern sollten, wenn wir heute über 100 Jahre Revolution, Demokratie und Verfassung reden. Danke. Ja, nach dem etwas düsteren Ausblick, den der Sebastian hier gegeben hat, beziehungsweise notwendige Aufzeigen der Entwicklung, wie es zur Ordnungszelle Bayern und später dann zum Faschismus kam, möchte ich doch mal wieder zurück zum November 1918, in einer Zeit, in der eine Aufbruchstimmung geherrscht hat, und zwar eine optimistische, teilweise getragen von Utopien. Wir bauen jetzt klappt es, wir bauen eine neue Welt auf, der Krieg ist erledigt, wir versuchen uns in neuen Gesellschaftsutopien. Es gibt von der Novemberrevolution auf der Theresienwiese einige Fotos, historische Fotos, und eins kennen vielleicht viele von euch, da sind ganz viele Frauen am Fuße der Barbaria zu sehen. Eine von diesen Frauen war die 18-jährige Hilde Kramer. Sie berichtet in einem Brief an ihre Freundin Wiese Ketzler, was sie an diesem Tag erlebt hat. Die Freundin lebt in Berlin und sie schreibt am 18.11.1918 München. Immer noch zu klein. Du musst hineinreden. Liebe Wiese, ich könnte dir augenblicklich stundenlang schreiben. So viel habe ich in den letzten Tagen hier erlebt. Ich war in der Revolutionsnacht am 7. November fast dauernd auf der Straße. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung, auf der sich die beiden sozialistischen Parteien einten. Auer, also von dem haben wir jetzt bereits mehrmals was gehört, der MSPD-Vorsitzende, Auer sprach und ich kochte vor Wut. Was habe ich mir die Kehle wund geschrieben mit meinem Lügner, Verräter, Schuft? Aber die Sache verlief im Sande. Eine Gewerkschaftsdemonstration wälzte sich pomadig durch die Straßen, nichts von revolutionärem Aufstand. Wir folgten bis zum Friedensengel. Dann gaben wir die Sache verzweifelt auf und wollten nach Hause gehen. Als wir zur Türkenkaserne kamen, fingen uns die Augen an zu brennen, denn die Luft war noch erfüllt von dem scharfen Gas der Bomben, die die Offiziere auf Soldaten und Volksmenge geworfen hatten. Wir erfuhren dann, dass schon fast alle Münchner Soldaten gemeutert hatten. Das war um 7 Uhr abends am 7. November. Wir schlossen uns an der Türkenkaserne einem Soldaten an, der zur Bildung des Soldatenrates zum Löwenbräu ging. Da habe ich eigentlich das größte Erlebnis gehabt. Als ich das »Es lebe die Republik, es lebe die Revolution« hörte, da hatte ich gleich das Gefühl, diese Menschen sind fähig, wirklich die Revolution zu machen. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme sind wir uns gefallen in jener Nacht. Soweit also Hilde Kramer im November 1918. Als ich dieses Foto, was ich vorhin erwähnt habe, mit den vielen Frauen das erste Mal sah, wollte ich unbedingt mehr wissen. Wer waren diese Frauen? Das Ergebnis meiner Recherchen war leider niederschmetternd. In der umfangreichen Literatur über die bayerische Rätebewegung kamen und kommen zum Teil bis heute Frauen schlichtweg nicht oder nur in Nebensätzen vor. Fündig wurde ich schließlich in den Archiven, in den Dokumenten der männlichen Staatsmacht, in den Polizei-, Geheimdienst- und Gerichtsakten. Der gerade zitierte Brief der Hilde Kramer stammt auch daher. Zusammen mit einer Reihe anderer Briefe wurde er im Mai 1919 von den Freikorps-Truppen im Haus der Gabriele Ketzler in Riederau am Ammersee beschlagnahmt.
und lagert bis heute eben in diesen Akten im Hauptstaatsarchiv. Das sind die Akten der Staatsanwaltschaft. Ja, die wurden in dem Haus der Gabriele Ketzler am Ammersee beschlagnahmt. Die wiederum hatte 6 Kinder, die sie nach dem Tod ihres Mannes 1918 allein ernähren und erziehen musste. Trotzdem nahm sie mit Ende 40 und ihren älteren Töchtern sowie der Pflegetochter Hilde Kramer voller Elan an der Revolution teil. Die Begeisterung über den Umsturz war auch bei den bekannten Frauenrechtlerinnen Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann groß. Lida Gustave Heimann schreibt in ihrer Autobiografie: Nun begann ein neues Leben. Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum. So unwahrscheinlich herrlich waren sie. Das Schwerlastende der Kriegsjahre war gewichen. Beschwingt schritt man dahin, zukunftsfroh. Es herrschte also eine regelrechte Aufbruchsstimmung, denn die ersten Gesetze und Dekrete der Regierung Eisner erfüllten die Forderungen, die die Frauen seit Jahren und Jahrzehnten erkämpft hatten. Also das Wichtigste, bekannt ist das Frauenwahlrecht, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Wobei der mehrmals zitierte Erhard Auer dafür plädiert hat, das Wahlrecht erstmal zu verschieben für die Frauen. Dann wurde das Gesinderecht aufgehoben, das wurde auch schon gesagt, aber das war vor allen Dingen für die Dienstmädchen wichtig. Das waren also praktisch die erwerbstätigen Frauen in der Stadt. Sie bekamen also Anspruch auf Urlaub und den berühmten 8-Stunden-Tag. Was das so konkret bewirkt hat, zeigt sich zum Beispiel an einer Kreszenz Ehard. Das war ein Dienstmädchen, das sich beim Vollzugsrat der Arbeiter- und Bauernräte, der Arbeiterräte Bayerns über ihre gnädige Frau beschwert hat. Und diese gnädige Frau erhielt daraufhin folgenden Brief: An Frau Geheimrat Sedelmeier München. Unterzeichneter Vollzugsrat der Arbeiterräte Bayerns bringt Ihnen zur Kenntnis, dass Sie die Frau Kreszenz Ehard sofort und ungehindert zu ihren Kindern reisen lassen müssen. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, werden wir sofort mit den schärfsten Maßregeln gegen Sie vorgehen. Zitat Ende. Außerdem wurde die geistliche Schulaufsicht abgeschafft, was natürlich für die Frauen und Mütter auch sehr wichtig war, und durch die staatliche ersetzt. Das war allerdings längst überfällig, weil im gesamten anderen Deutschen Reich war das bereits passiert, zumindest in Preußen. Neben diesen durchgesetzten Forderungen gab es eine Menge anderer Forderungen, für deren Erfüllung die Frauen kämpften. Ich habe sie hier einmal aus den verschiedensten Dokumenten und Archiven zusammengestellt. Es ist also nicht so, dass es damals eine Frauenplattform gab mit den aufgezeichneten Forderungen, sondern man musste es alles zusammensuchen in den Akten des Vollzugsrats und der Arbeiter- und Bauernräte, wo dann ja mal da ein Flugblatt, mal da ein Redemanuskript und so weiter gefunden wird. Da war eine der ersten Forderungen: Frauen in den Richterstand. Frauen durften zwar seit 1912 Jura studieren, Brot verdienen konnten sie mit dieser Ausbildung aber nur privat. Diese Forderung konnte 1922 durchgesetzt worden, unter Hitler wurde sie wieder abgeschafft. Zweitens, Aufhebung des Zölibats für weibliche Beamte. Dieses Gesetz betraf vor allen Dingen Lehrerinnen. Wenn sie geheiratet haben, wurden sie aus dem Schuldienst entlassen. Die Aufhebung dieses Gesetzes aus Kaisers Zeiten geschah in der Bundesrepublik erst 1957. Die DDR hatte das alte Gesetz übrigens gar nicht erst übernommen, und ich generell beziehe ich mich bei allen Daten, die ich jetzt anschließend nenne, auf die alte Bundesrepublik. In der DDR galt es fast immer fortschrittlichere Regelungen. Drittens, die gleichen Bestimmungsrechte, die der Mann hat über die Erziehung der Kinder, muss auch die Frau bekommen. Das entsprechende Gesetz wurde erst 1979 verabschiedet. Viertens, wir verlangen für die Frauen die gleiche Bezahlung mit den Männern bei gleicher Arbeitsleistung.
Dieser Kampf trug durchaus Früchte. Immerhin heißt es, weil wir heute viel über die Verfassung reden, heißt es in der bayerischen Verfassung, die heute noch gilt, also die 1946 verabschiedet wurde, in Artikel 168, Zitat, Männer und Frauen erhalten die gleiche für gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Nur die Realität schaut, wie wir wissen, anders aus. Fünftens. Die Jugend aller Volksklassen soll den neuen Geist der Revolution, der Freiheit, der Menschlichkeit fühlen. In den Schulen ist die Koedukation einzuführen. Die Bildung darf nicht länger Monopol der Besitzenden sein. Zitat Ende. Wie wir wissen, gehört Deutschland auch heute noch zu den europäischen Schlusslichtern, wenn es um die Abhängigkeit der Bildung von der sozialen Schicht geht. Sechstens, Frauen sollen sich in allen Zweigen der öffentlichen Verwaltung betätigen. Es muss ebenso Ministerinnen geben wie Bürgermeisterinnen. Siebtens, Abschaffung des Gesetzes, nach dem die Frau nur mit Zustimmung ihres Ehemannes erwerbstätig sein darf. Dieses Gesetz aus Kaisers Zeiten wurde erst 1977 aufgehoben. Achtens, Gleichstellung von ledigen Müttern und unehelichen Kindern. Einführung des Erbrechts für uneheliche Kinder. Dieses Erbrecht wurde 1998, also vor 20 Jahren, eingeführt. Neuntens, Quotierung. Zitat, so viel Frauen wie möglich in die Parlamente. Unser Ziel, es müsse prozentual ebenso viele weibliche Abgeordnete wie Wählerinnen geben. Zehntens, Abschaffung des 1871 eingeführten Paragraphen 218. Ja, der Paragraph 218 Strafgesetzbuch besteht noch heute, wenn auch in abgeschwächter Form. Soweit also eine Auswahl an Forderungen, die die Frauen damals aufgestellt haben und für die sie bereit waren zu kämpfen. Aber es ist dann anders gekommen mit der Niederschlagung. Ja, wie sah nun die Arbeit der revolutionären Frauen in den Monaten nach dem 7. November praktisch aus? Es gab zum Beispiel die Gründung des Bundes Sozialistischer Frauen, da waren führend Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann. Dann gab es viele Kommissionen, die eingesetzt wurden, in denen Frauen führend waren, führend nicht, aber zumindest beteiligt waren. Führend, sowas war es noch nicht. Und es gab die erste Gleichstellungsstelle in der Geschichte. Im Februar 1919 nahm das Referat für Frauenrecht, das dem Ministerium für soziale Fürsorge angegliedert war, im Wittelsbacher Palais seine Arbeit auf. Also es gab eben dieses Sozialministerium, was wir vorhin schon gehört haben, als eines der ersten Maßnahmen auch von Kurt Eisner. Und dem war eben die Frauengleichstellungsstelle, wie wir heute sagen würden, angegliedert. Leiterin wurde Gertrud Behr. Sie selbst dazu schrieb, Zitat, ich wollte das Referat vor allem zur Gründung von Frauengewerkschaften ausnutzen. Die bestehenden Männergewerkschaften hatten nichts für Frauen übrig. Ja, sie haben sie teilweise gar nicht aufgenommen. Und wir kämpften um das Recht der Frauen zu arbeiten, um den gleichen Lohn. Die Löhne von Frauen waren ja nicht zu vergleichen mit denen der Männer. Und die Männergewerkschaften haben ja die Forderungen der Frauen nicht aufgenommen. Zitat Ende. Von der konkreten Arbeit des Referates ist kaum etwas überliefert. Es existiert jedoch folgender an den provisorischen Revolutionären Arbeiterrat gerichteter Brief vom 11. April 1919. Zitat. Unterzeichnete erlaubt sich zu der Verfügung betreffend Revolutionstribunal, so nannte man also das Gericht, folgenden Zusatz zu beantragen. Zitat, in allen Fällen, in denen Vergehen von Frauen oder gegen diese zur Aburteilung gelangen sollen, sind die gleiche Anzahl weiblicher wie männlicher Richter zum Revolutionstribunal zuzuziehen. Die Referentin Gertrud Behr. Was aus diesem Antrag dann wurde, wissen wir nicht. Wurde ja Anfang April gestellt. 3 Wochen später existierte die Räterepublik und damit auch die erste Frauengleichstellungsstelle nicht mehr. Bei der Zerschlagung der Räterepublik wurden Frauen nicht verschont. Es wurden sehr viele Gerichtsverfahren angezettelt, alle wegen Beihilfe zum Hochverrat.
und in München wurden etwa 25 von ihnen standrechtlich erschossen. Alles wirkliche oder vermeintliche Spartakistinnen. Die Spartakistinnen, also gerade die weiblichen, hatten den besonderen Hass der Freikorps auf sich gezogen, wie also schon die Ermordung von Rosa Luxemburg zeigt. Auch Hilde Kramer und Gabriele Ketzler, deren Briefe also immer noch im Hauptstaatsarchiv lagern, galten als Spartakistinnen, so werden sie von der Polizei immer bezeichnet, obwohl ihnen eine eindeutige Zuordnung zu einer Partei durchaus unwichtig war. So schrieb Ketzlers älteste Tochter im Dezember 1918 aus Jena nach München, Zitat: Ich bin jetzt offizielles Mitglied der USPD, bin aber auf die Rote Fahne abonniert, also Rote Fahne war das Zentralorgan der KPD. Kann mich aber nicht für Spartakus entscheiden, einfach eine verrückte Gesellschaft. Sozi ist doch schließlich Sozi, mein Gott, das Ziel ist doch dasselbe und das ist doch das Ausschlaggebende. Ja, damit lasse ich das im Raum stehen und gebe weiter. Ich fordere Ihre Aufmerksamkeit noch mal auf eine ganz andere Weise heraus und hoffe, dass das dann auch vielleicht wieder die Munterkeit steigert. Ich betrachte die Novemberrevolution als eine in Deutschland stattgefundene und Bayern, ich erwähne es hin und wieder, aber ich betrachte Bayern als Bestandteil des Deutschen Reiches. Meine Ausgangsfrage lautet: Warum hat die Novemberrevolution so ein schlechtes Image immer gehabt? Die Gründe für die Geringschätzung der Revolution liegen auf zwei sich miteinander verschränkenden Ebenen. Zum einen in Entstehung und Abläufen der revolutionären Ereignisse selbst. Zum anderen in der geschichtspolitischen Funktionalisierung der Novemberrevolution im kollektiven Gedächtnis, die auch in der Geschichtsschreibung ihren Niederschlag gefunden hat. Die Gründe für die Marginalisierung sind erklärbar, weil die Revolution in die dramatischen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts integriert ist. Nur in Stichworten. Der Erste Weltkrieg ist als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Seine nicht enden wollende Dauer, seine Toten in fast allen Familien, der Hunger und die Not veränderten den Erfahrungshorizont der Menschen und beeinflusste die Wahrnehmung von Gesellschaft und Politik nachhaltig. Kriegsmüdigkeit war der wesentliche Antrieb für die breite Beteiligung an den revolutionären Unruhen Anfang November 1918. Der Weimarer Republik als Ergebnis der Novemberrevolution waren nur wenige ruhige Jahre beschert. Zwischen Beendigung der Hyperinflation Ende 1923 und der Weltwirtschaftskrise Ende 1929. Die kurze Dauer der Republik lässt die Vermutung, ihre Entstehung sei ein Geburtsfehler gewesen, plausibel erscheinen. Die Nazi-Diktatur versprach, das Weimarer System zu überwinden und die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges zu revidieren. Die Schande der Kriegsniederlage, die eine Lüge sei, denken Sie, Dolchstoßlegende, und die Demütigung durch den Versailler Friedensvertrag, der das Deutsche Reich mit der Verantwortung für den Kriegsausbruch belastete, was als Kriegsschuldlüge die politische Kultur der Weimarer Republik vergiftete, mit Auswirkungen bis in unsere Gegenwart. Zwei Lügen, die damals Epoche machten. Viele Etiketten, die der Revolution von der Geschichtsschreibung angeheftet worden sind,
beziehen sich auf die Misserfolgsdeutung. Vergessene Revolution, abgebrochene oder steckengebliebene Revolution, verratene Revolution. Verrat verallgemeinert den Vorwurf aus der Revolutionszeit an die MSPD-Politik, stammt also aus der Sprache der Quellen, erfordert demnach sorgfältige Quellenkritik und setzt eine Verständigung über Revolutionsziele voraus. Rechte Gegenrevolutionäre in den 1920er Jahren benutzten ebenfalls die Verratsmetapher mit anderer Zielrichtung, wenn sie von den Novemberverbrechern sprachen. Die vielen wissenschaftlichen Studien über die Rätebewegung in der Novemberrevolution aus den 1960er und 1970er Jahren in der alten Bundesrepublik entstanden vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit über die verkrustete Adenauer-Republik. Sie kennen alle das Zitat von Willy Brandt: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Diese Studien ein großes demokratisches Potenzial in der Rätebewegung erkannten, das von der MSPD jedoch nicht als dritter Weg aufgegriffen worden sei, bestätigte dieses Forschungsergebnis zugleich auch das kritische Urteil über den Verlauf der Revolution. Wie sich die Räte in die parlamentarische Verfassung hätten einbinden lassen, ist eine immer noch offene Frage. Kurt Eisner konnte seine hier schon vorgestellte Konzeption nicht mehr ausarbeiten. In die Weimarer Reichsverfassung wurde in Artikel 165 die Einrichtung von Arbeiter- und Wirtschaftsräten vorgesehen. Verwirklicht wurde davon nur das Betriebsrätegesetz vom März 1920. In den 1960er und 1970er Jahren war in der Geschichtswissenschaft ein Paradigma populär von Deutschland als dem Land ohne erfolgreiche Revolutionen. Königliche Oberhäupter geköpft worden. Dieses Paradigma gilt heute nicht mehr. Insofern können wir die Wende in der DDR von 1989 eine friedliche Revolution nennen. Soweit meine Stichworte. Im Gegensatz zu diesem eher geringschätzigen Bild möchte ich jetzt die These prüfen, dass die Revolution ein Erfolg für die Demokratiegeschichte in Deutschland war. Die wichtigsten Errungenschaften der Novemberrevolution lassen sich in drei Schlagworten zusammenfassen. Demokratie in der Form einer repräsentativ-parlamentarischen Republik, allgemeines Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechts, verfassungsmäßige Begründung des Sozialstaats. Natürlich gilt auch hier eine große Diskrepanz zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit. In einer obrigkeitsstaatlich geprägten Gesellschaft hatte die Demokratie einen schweren Stand. Seit den Reichstagswahlen vom Juni 1920 besaßen die Demokratie tragenden Parteien keine Mehrheit in der Bevölkerung. In Bayern sogar schon nach den ersten Wahlen im Januar 1919. Eine günstigere Konstellation bestand allerdings im größten Einzelstaat, in Preußen, wo die sogenannte Weimarer Koalition bis 1932 ein, wie ein Buchtitel lautet, Bollwerk der Demokratie bildete. Über Inhalte, Funktion und Organisation von Demokratie herrschte großes Unverständnis in Deutschland. Gespeist von Antiparteienaffekten. Terrormorde bedrohten die Demokratie und zeigten, dass die gegenrevolutionären Kräfte immer präsent waren. Die staatsbürgerliche Gleichberechtigung von Frauen war in der Reichsverfassung gewährleistet, aber eben nur grundsätzlich, so heißt es in Artikel 109.
Die Beschränkung auf gleiche staatsbürgerliche Rechte schloss Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch von vornherein aus. Zwar legte Artikel 119 der Reichsverfassung die Gleichberechtigung beider Geschlechter in der Ehe fest, aber im Ehe- und Familienrecht, also im bürgerlichen Gesetzbuch, im Arbeitsrecht und in der Berufsausübung änderte sich nichts, außer dass wiederum nach Reichsverfassung Artikel 128 alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte beseitigt werden sollten. Wie wenig das umgesetzt wurde, haben wir eben von Frau Sternsdorf-Haug schon gehört. Die überkommenen Geschlechterrollen standen der Gleichstellung von Frauen im Alltag entgegen. Sozialpolitische Errungenschaften wie 8-Stunden-Tag, Anerkennung der Gewerkschaften als Tarifvertragspartei, Arbeitslosenversicherung von 1927, betriebliche Mitbestimmung drohten in ökonomischen Krisen zurückgedrängt oder abgeschafft zu werden. Die auch in die Geschichtsschreibung eingegangene These vom überforderten Sozialstaat suggeriert wiederum einen Geburtsfehler der revolutionär entstandenen Verfassung. Dennoch, trotz der Nazizeit und trotz der DDR-Geschichte, das Grundgesetz von 1949 steht in der Tradition der Weimarer Reichsverfassung. Dieser Erfolg der Revolution für die Demokratiegeschichte ist zugleich auch ein Erfolg für die Sozialdemokratie. Denn Sozialismus, Demokratie und Frauenwahlrecht waren immer seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zentrale sozialdemokratische Programmpunkte gewesen, die in und mit der Revolution Verwirklichungschancen bekamen. Und es waren Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen der verschiedenen Richtungen, die sich engagiert an der Umsetzung dieser Ziele beteiligten. Welche Strategien dabei zum Erfolg führen sollten, wurde schon seit Auslaufen des Sozialistengesetzes 1890 kontrovers diskutiert, ohne dass die Einheit der Partei daran zerbrach. In der politischen Praxis gewann der reformerische Kurs die Oberhand. Die Spaltung der Partei im Ersten Weltkrieg war weniger eine Folge des Streits über den richtigen Weg zum Sozialismus, vielmehr ging es um die Stellung zum Krieg. Der Weltkrieg wurde zur nicht bestandenen Zerreißprobe für die Arbeiterbewegung, wie er auch andere Teile der Gesellschaft zerriss. Die Nichtanerkennung der Kriegsniederlage bildete die größte Belastung für eine vorwärtsblickende Politik in der Revolution und danach. Eigentlich war der Erfolg der Revolution, wie ich behaupte, ein Wunder. Die Bevölkerungsmehrheit im Deutschen Reich hielt nicht viel von einer demokratisch-parlamentarischen Republik, von der Gleichberechtigung von Frauen und von der Anerkennung der Gewerkschaften als legitime Vertretung der Arbeitnehmer. Die Gegner dieser Politik standen überwiegend rechts, aber auch links von der SPD. Die gravierendste Belastung, die Stigmatisierung der Sozialdemokraten als Reichsfeinde, setzte sich fort, vom Kaiserreich über die Revolution in die Weimarer Republik. Denn die im Kaiserreich verfemten Sozialdemokraten wurden nicht über Nacht zu anerkannten Mitbürgern. Und die überwiegend linksliberale bürgerliche Frauenbewegung konnte sich nie bereit finden zu einer Zusammenarbeit mit der sozialistischen Frauenbewegung. Dabei war in den ersten Tagen, ich bin jetzt dabei, über das Wunder zu reden, dabei war in den ersten Tagen und Wochen der Revolution der Handlungsspielraum der sozialdemokratischen Führer getragen und getrieben von der revolutionären Bewegung am größten. Entscheidende Programmpunkte wurden jetzt durchgesetzt. Die Republik, das Frauenwahlrecht, der 8-Stunden-Tag, die demokratischen Wahlen zur Nationalversammlung.
aber sehr bald meldeten sich Gegenkräfte und Hindernisse. In der gespaltenen SPD selbst steigerte sich das Misstrauen gegenüber den Parteigenossen, die die politische Führung ergriffen oder erhalten hatten. Übrigens gleichermaßen traf das Friedrich Ebert wie Kurt Eisner. Die russische Oktoberrevolution wirkte als Spaltpilz im Selbstverständnis in Deutschland. Die Repräsentanten der alten Staatsmacht erhoben Ansprüche, gefragt und beteiligt zu werden. Ihre Mitwirkung schien angesichts der riesigen Aufgaben notwendig zu sein. Kriegsbeendigung, Versorgung der Bevölkerung. Der Winter begann mit Heizmaterial und Lebensmitteln. Die Vorbereitung der Friedensverhandlungen. Die Zusammenarbeit mit den alten Herrschaftseliten steigerte den Vertrauensverlust bei den Parteianhängern rapide. Ich nenne als Beispiel das sogenannte Ebert-Gröner-Bündnis oder den Stinnes-Legin-Pakt auf Gewerkschaftsebene. Der Friedensvertrag von Versailles bildete die schwerste Belastungsprobe für die Sozialdemokraten. Viele versuchten, ihren Patriotismus, den sie während des Krieges reichlich bewiesen hatten, gegenüber den bürgerlichen Wähler und Wählerinnen zu bestärken. Sie kennen vielleicht alle Philipp Scheidemanns Wort, die Hand müsse verdorren, die den Vertrag unterschreibe. Diese Erklärung löste angesichts der Tatsache, dass unterschrieben werden musste, eine Regierungs- und Parlamentskrise aus. Der Erfolg der Revolution war auf Bündnispolitik angewiesen. Die Revolution hatte keine Mehrheit in der Bevölkerung gefunden. Zur größten Enttäuschung der Sozialdemokratie, die immer auf den unaufhaltsamen Sieg mit dem Stimmzettel gesetzt hatte. Die Weimarer Koalition aus SPD, Deutscher Demokratischer Partei und Zentrum bereitete allerdings den Boden für eine Zusammenarbeit von bürgerlichen Parteien und der SPD und hätte ein Stück parlamentarischer Normalität sein können. Die Weimarer Reichsverfassung ist das Ergebnis dieser Zusammenfassung. Dennoch war der, ich nenne sie jetzt mal sozialliberalen Koalition, keine Zukunft beschieden. In den Reichstagswahlen im Juni 1920 verlor sie ihre Mehrheit auf Reichsebene. In Bayern fand, wie wir auch schon gehört haben, diese Phase einer erfolgreichen demokratischen Bündnispolitik gar nicht mehr statt. Hier war die Demokratie schon ab Januar 1919 in der Defensive. Entschuldigung, danke.